Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Ich habe jetzt ein, zwei, drei Tage nicht gespielt. Ich glaube drei Tage. Das heißt, ich muss mich jetzt gerade mal kurz wieder orientieren. Ich weiß noch, dass wir... dass wir eigentlich schauen wollen, dass wir mit Miguel sprechen können, der ja im Polizeirevier gefangen gehalten wird. Und dass es da aber offenbar Probleme gibt, an ihn ranzukommen, denn er schläft hinten in seiner Zelle. Wir können jetzt nicht einfach nach hinten marschieren. Und ich möchte jetzt gerne nochmal mit dem General sprechen. Oh, was haben wir denn da noch? Ich habe ihn alles gefragt, was ich im Moment wissen wollte. Wie schön. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Okay, dann kann ich da jetzt also wirklich nichts machen, oder? Moment. Die Karte kann ich mir nochmal anschauen. Die hat er ja zusammen mit Aubier begutachtet. Oh, es kommt Musik. Senior. Bitte, da hat wohl jemand was dagegen. Oh, also dürfen wir jetzt gar nichts machen, oder was? Verdammt. Hey, Nico. Wir gehen wieder raus. Ja, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ja eigentlich so weit mit angesprochen. Ich rede nochmal mit Pearl. Vielleicht hat die ja eine Idee. Tatsächlich, wir können sie auf den General ansprechen oder auf den Lastwagen. Haben Sie den Typen getroffen, der sich selbst General nennt? Nein, habe ich noch nicht. Ist er ein echter General? Ich vermute schon. Er hat eine Menge Orden an der Brust. Allerdings auf der falschen Seite der Brust. Zumindest nach den Regeln jeder Armee, die ich kenne. Hm. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren. In einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann. Er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Wir sehen uns noch, Pearl. Hm. Ja, so wirklich weitergebracht hat uns das jetzt hier auch nicht. Ich bin jetzt gerade so ein kleines bisschen ratlos. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich tun soll. Nico beschäftigt sich mit der Ziege, das ist auch schön. Da hinten war doch irgendjemand, mit dem wir da etwas länger gesprochen hatten, oder nicht? Nee, offenbar nicht. Oder einer von denen. Ich mag ja die Musik schon sehr gerne. Ja, das ist eben so easy listening, aber mir gefällt das. Ja, was machen wir denn da? Also mit Miguel können wir nicht reden, der schläft. Hat Duane noch irgendwas zu sagen? Irgendwie müssen wir doch jetzt hier mal weiterkommen. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Aha. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Also doof ist Duane anscheinend nicht. Glauben Sie, der General hatte etwas mit der Condor zu tun? Ach was zum Teufel, niemals. Und wenn der General ist, bin ich Buddhist. Nein, der Typ ist nur der Strohmann für die wahre Macht in Caramonte. Der General ist also nur eine Marionette? Er ist Pinocchio, bevor der die gute Fee traf. Total hölzern und an Fäden geführt. Und wer zieht an den Fäden? Seine Mutter. Besser bekannt als La Presidenta, die Diktatorin. Moment, der General ist der Sohn der Regierungschefin? Nee, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder.
Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Kofferpacken ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Ah ja. Ja, das klingt doch jetzt aber schon mal so, als würden wir weiterkommen. Zum einen ist wieder diese wunderschöne Musik im Hintergrund gekommen, die immer so ein bisschen den Handlungsfortschritt bestätigt. Und jetzt wissen wir, dass Dwayne Miguel auch rausholen will. Und ich würde sagen, wir helfen ihm dabei. Fragen wir nochmal Pearl. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Dwayne dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Dwayne sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Wir sehen uns noch, Pearl. Also offenbar weiß Pearl nichts von dem Sprengzünder. Aber wir haben ja schon mal erfahren, dass oben in dem Büro dieser Minengesellschaft, dass da in dem Schrank eventuell Sprengstoff oder Sprengvorrichtungen sind. Und vielleicht kommen wir jetzt da doch noch irgendwie ran. Er marschiert doch direkt auf sie zu. So. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Bedienen Sie sich. Ist nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ouvier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Es gibt sonst nichts. Hey! Okay, also, wahrscheinlich ist es so, dass wir den General... Finger weg vom Mobil... Ja. Dass wir den General und den anderen Typen rauslocken müssen, damit wir an die Karte kommen. Und dann hätten wir vielleicht einen guten Grund, von ihr einen Sprengzünder zu bekommen. Wobei, wenn wir die rauslocken, dann können wir ja auch so schon mit Miguel reden. Aber irgendwie hängt das jetzt alles zusammen. Also ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ich marschiere nochmal rein. Vielleicht gibt es jetzt neue Optionen im Polizeirevier. Wir müssen ja jetzt da wirklich mal vorankommen. Mal schauen, ob ich jetzt nochmal mit ihm reden kann. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hätte ich mal direkt mit Nico reden sollen, aber... Ah, doch, jetzt geht's. Haben Sie eine Landkarte von Caramonte? Eine Karte? Tut mir leid, Senor, sowas habe ich nicht. Was ist mit der da an der Wand? Ach, das ist eine archäologische Übersichtskarte, Senor. Nicht geeignet für Touristen. Ich komme wieder. Sprech doch mal mit Nico. Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Ja, das kann ich ja verstehen, aber es wäre jetzt doch mal an der Zeit. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch fragen sollte. Ich versuch's nochmal. Aber ich fürchte... Senor! Ja. Vielleicht hatte ich vergessen. Oh, das Spiel hat sich gemerkt, dass wir da schon mal dran waren anscheinend. Oh, was haben wir denn hier? Ich brauche keine Reklamesendungen. Besonders nicht die von anderen Leuten. Wie bringe ich ihn dazu, sein Büro zu verlassen, damit ich die Karte anschauen kann? Ich glaube, es muss nur der General weg sein. Nico bleibt einfach in der Tür stehen. Ich weiß nicht, worüber ich... Ich kann jetzt Nico auch so nicht... Jetzt kommt sie raus, okay. Kann ich jetzt hier draußen mit ihr reden? Ja. Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Könntest du den General nicht ablenken, während ich... Genau, das war der Plan. Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht... Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden.
Na toll. Da können Sie ja ruhig mal selber in die Gänge kommen. Immerhin ist sie entführt worden und wir haben sie gerettet, ja? Aber sowas vergisst sie ja gleich wieder. Dann reden wir halt nochmal mit ihm. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ja, genau. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, ja, ganz Senor toll. General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? Ja, super, der Weg ist frei. Ach, das ging ja doch jetzt einfacher, als ich befürchtet habe. Wobei wir jetzt schon wieder hier 11 Minuten in dem Part festhängen. Aber jetzt... Och. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Wie werden wir ihn denn jetzt los? Ah, verdammt. Hallo? Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Sehr schön. Ich gehe sie schnell holen. Ach. Okay, ich habe schon befürchtet, dass es komplizierter wird. Pearl wollte sich ja gerne die Ruine der Pyramide ansehen. Und damit können wir jetzt Pearl glücklich machen und uns. Weil dann der Weg zur Karte und zu Miguel frei ist. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Ja, das ist immer ein Argument. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Aber nicht für Pearl. Sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit Ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Ah, wie charmant. Da kann ja kein Mann widerstehen. Na? Sag ich doch. Er rennt sofort hinterher. Ich finde das klasse. So, jetzt haben wir... Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Genau, jetzt haben wir freie Bahn. Ich brauche keine Und Reklam. Ja, ist gut. Ich habe keine Zeit, mich... Ich will ja nicht Computer spielen, ich will einfach gucken, ob hier noch Ach, irgendwas was, anderes ist. Ich habe den Fernseher eingeschaltet. Ah, ja gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal die Karte an. Und danach werden wir mal hinter zum Zellentrakt gucken, ob Miguel jetzt endlich mal wach Sieht ist. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Mhm. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Sehr schön. Gut, dann erstmal ab nach hinten. Ui, was war das für ein Geräusch? Was war das? Da ist Miguel und jetzt ist er vielleicht endlich mal wach, oder? Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt? Oder hängt schon der Strick in der Zelle? Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Das lässt sich einrichten. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Mhm. Warum hängt diese Schlinge darunter? Blöde Frage. Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Aber wie fürsorglich. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Ja. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Ach Mensch, George, jetzt stell dich doch nicht so an. Habe ich irgendwas, womit ich die... Vielleicht... Hä? Nee, ich habe nichts, womit ich die ranangeln kann. Hm.
Kann er sie mir nicht einfach geben? Nichts, worüber ich immer... Ich brauche diese Schlinge, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber womit? Ich wüsste jetzt nicht, womit ich die bekommen könnte. Nee. Ein Stück Seil zu einer Henkersschlinge geknüpft. Ich komme nicht dran, okay. Ich brauche also wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand, um diese Schlinge zu bekommen. Aber im Augenblick habe ich nichts Passendes dabei. Also ich habe ja keinen langen Haken mehr oder sowas, wie das zum Beispiel noch in den Lagerhäusern der Fall war. Aber wir sind jetzt doch schon ein bisschen vorangekommen. Ich würde jetzt ganz gerne, nachdem wir auf die Karte geschaut haben, nochmal zu dem Büro der Minengesellschaft gehen und schauen, ob wir jetzt diesen Sprengzünder endlich abstauben können. Oder soll ich nochmal kurz... Ich werde nochmal ganz kurz mit Dwayne reden, wenn ich jetzt schon mal gerade hier bin. So, vielleicht hat er ja noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Ich will eigentlich... Okay, das ist gut zu wissen. Bin ich jetzt gar nicht so unglücklich drüber? Vielleicht finden wir ja dann in dem Schrank, wenn sie uns denn dran lässt, die Conchita, ja irgendetwas, womit ich vielleicht auch diesen Henkerstrick angeln kann. Wobei ich noch keine Ahnung habe, wofür wir den brauchen könnten. Wir haben also auf der Landkarte Teokulkan entdeckt. Ich glaube, dass wir da sogar noch hinkommen. So, jetzt reden wir mal mit der Conchita. Hoffentlich ist sie jetzt nicht immer noch so krätzig. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Aubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Aubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Zu Befehl, Madame. Das war eigentlich mein Plan. Jetzt sieht es natürlich so aus, als würde sie uns diese Anweisung geben. Dabei hatten wir das doch schon längst vorher vor. So. Sprengsatz. Ah, was anderes nimmt er nicht. Okay. Aber vielleicht reicht es schon. Ja. Wie komme ich jetzt wieder raus? Da komme ich raus. Warum hat es mir angezeigt, dass ich die Schlinge nehmen kann und dann komme ich nicht hin? Eigentlich könnten wir jetzt schon wieder die Folge beenden. Aber wir haben ja nicht wirklich viel erreicht jetzt in diesem Part. Deshalb werde ich jetzt gleich mal versuchen, Miguel da rauszuholen. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Ich glaube, ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt dreimal hin und her rennen, nochmal mit Miguel reden und alles. Aber wer weiß. Vielleicht habe ich ja Glück, na? Hier ist der Zünder, Dwayne. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. So. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt auf Anhieb so klappt. Wir haben eigentlich alle aus dem Weg geräumt, die uns da jetzt hätten hindern können. Klar, die lassen das Polizeirevier unbeaufsichtigt, die Türen sperrangelweit offen, da hinten im Zellentrakt sitzt ein Gefangener drin, Zugriff auf Polizeicomputer und alles, ohne Worte. Hey, Miguel, was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Ach nö, was macht er denn jetzt hier? Dann bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle, sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Na super. Das haben wir ja wunderbar hingekriegt. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen.
Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobar. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Ah. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. Ach ja, Nico sitzt ja beim Generalfest. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Na, wundervoll. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Mit seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Und mir die Zeit. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Ach, ja. Dann werden wir jetzt an dieser Stelle mal einen Schnitt machen und uns in der nächsten Folge mit dem General auseinandersetzen und hoffen, dass es dann uns noch irgendwie gelingt, George und Miguel aus dem Gefängnis freizukriegen. Aber wir haben ja auch noch Duane und Pearl. Also irgendwie wird es schon klappen. Da bin ich ziemlich optimistisch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das wird bestimmt noch lustig mit den beiden hier. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.